Hallo zusammen, hier spricht Cornelia Strobel und ich mache jetzt mit uns allen einen Abschluss für diesen Nachmittag. Wir haben uns vorgestellt, dass wir mit euch Advent feiern wollen. Und der Herbert hat ja begonnen schon mit dem Thema Christen stehen auf. Das heißt, Christen, die von ihrer Kirche im Stich gelassen werden, nehmen die Dinge auch wieder in ihre eigene Hand. Für mich bedeutet das, dass wir die Verantwortung wieder zu uns nehmen. Hört ihr mich? Okay. Die Verantwortung wieder zu uns nehmen, im Bereich der Gesundheit, für unsere Gesundheit selber sorgen und die Verantwortung dafür übernehmen. Und genauso können wir die Verantwortung übernehmen für unsere Wiederverbindung mit dem Göttlichen. Wir sind nicht darauf angewiesen, einen Vermittler zu haben, der für uns zu Gott spricht. Es geht um Selbstermächtigung. Wir nehmen die Wiederverbindung mit dem Göttlichen in unsere eigenen Hände. Wiederverbindung ist das Wort, die Übersetzung für das Wort Religion. Wir verbinden uns wieder mit uns selbst, mit der wunderschönen und beseelten Natur um uns herum, mit dem Lebendigen in uns und um uns herum. Diese Spur der Wiederverbindung kann für jeden eine andere sein. Und so können wir auch wieder lernen, selbst zu beten, eigene Gebete zu formulieren. Und niemand muss dafür an Gott glauben, um beten zu können. Man muss allerdings den unbedingten Willen haben, sich neue Bewusstseinsräume zu erschließen, alte Glaubenssätze zu hinterfragen und sich von Vorurteilen zu befreien. Es ist eine Einladung, in die Stille zu gehen, zu Hause oder in der Natur, je nachdem, wo ich das besser kann, in mich hinein spüren und Worte finden für das, was mich bewegt und worum ich das Universum, die Kräfte, Gott bitten will. Ein Gebet ist eine machtvolle und kreative Kraft. Ich bedanke mich für die Geschenke, die ich heute erhalten habe und ich bitte um das, was mir am Herzen liegt. Für mich, für meine Liebsten und für das Kollektiv. Diese Bitte hat Manifestationskraft. Ich kann mir die Welt kreieren, die ich mir wünsche. Wir gemeinsam können uns eine Welt kreieren, die wir uns wünschen. Ein Gebet wird besonders dann stark, wenn es laut ausgesprochen wird. Und das ist manchmal erst gewöhnungsbedürftig. Aber mit der Zeit merkt man, dass sich etwas verändert, dass das Beten Einzug hält im Alltag und zu mir gehört. In diesem Sinne ist ein Gebet auch nicht eine demütige oder unterwürfige Geste gegenüber einem mächtigen und unerreichbaren Gott, sondern ich stehe als selbstbewusstes und aufrechtes Wesen vor den Kräften, die unser Universum zusammenhalten, als ein Partner. Das Gebet ist ein Kommunikationsvorgang zwischen mir und der Welt, zwischen mir und dem Göttlichen. Hey Kräfte, hey Universum, hier spreche ich, Cornelia, und ich danke heute für diese Menschen, die sich hier versammelt haben. Und die mir Hoffnung geben für die starke transformatorische Kraft, die wir gerade erleben. Ich bitte um Schutz und Unterstützung für unseren Aufbruch, dafür, dass wir uns eine Welt und eine Gemeinschaft gestalten, die von Wahrheit, Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Eine Gemeinschaft, die unserem Wohle dient und dem Wohle aller Wesen, die mit uns diesen Planeten bevölkern. Möge die Göttin in uns und durch uns wirksam werden. Mögen die Kräfte eines weltweit friedenschaffenden Geistes sich verwirklichen. Danke und Amen. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein Gedicht vorlesen und eine Einladung aussprechen. Das Gedicht ist von Stefanie Kaiser, Worte des Lichtes. Du bist Schöpfer. Worauf du blickst, erhält deine Energie und wird größer und größer.
Worüber du sprichst, erhält deine Energie und wird größer und größer. Was du bekämpfst, erhält deine Energie und wird größer und größer. Wovon du dich abwendest, das zerfällt. Denn ohne deine Energie hat nichts Bestand in deiner Welt. Erinnere dich und wähle weise, auf was du deine Aufmerksamkeit lenkst. Wem und was du deine Energie schenkst. Du bist kraftvoll und du bist wichtig. Deine Wahl macht einen Unterschied. Richte dich aus auf die Liebe und die Liebe wird stärker. Richte dich aus auf das Vertrauen und das Vertrauen wird stärker. Richte dich aus auf das Licht und das Licht wird stärker. Nicht nur in dir, sondern auch in deiner Umgebung. Und alles erreicht die Menschen in deiner Umgebung. Du bist Schöpfer und du bist wichtig. Gerade jetzt. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir gemeinsam wirklich uns eine neue Zukunft kreieren und uns nicht klein machen lassen von dem, was um uns herum gerade geschieht. Und ich möchte euch herzlich einladen, morgen gibt es eine Wintersonnenwende-Feier bei der Warnwache in Bad Fallenbach. Alle eingeladen nach Bad Fallenbach. Und am Mittwoch wieder hier Mahnwache in Rosenheim. Und es sind sehr, sehr starke Treffen für die, die noch nicht dort waren. Die Verbindung in diesen Treffen, die durch die kann man Mut schöpfen. Und das ist das Wichtigste, was wir gerade brauchen. Ja. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Und wir spielen jetzt noch ein Abschlusslied. Und ich hoffe, ihr habt noch Sternwerfer, damit wir die hier leuchten sehen. Kommt gut nach Hause und feiert noch weiter. Danke und tschüss. Ja, vielen Dank, Cornelia, für diese ermutigenden Worte.